hallo und herzlich willkommen zum neuen Review. Heute ein Messer der Firma Bulat. Genaues Modellname habe ich leider nicht, aber ihr habt schon im Vorspann ein bisschen was gesehen. Ja. Muss gleich vorausschicken, dass die Firma Bulat auch gleichzeitig verantwortlich ist für diesen Stahl. Das heißt, sie produziert den selber, den sogenannten Bulat-Stahl. Dieser Stahl ist in Russland ein legendärer Stahl. Er ist eine Stahllegierung, sagen wir es mal so. Ist ein hochgradig kohlenstoffhaltiger Stahl. Und dieses Bulat ist im Prinzip eine, oder dieser Bulat-Stahl entsteht dann halt, indem man den nochmal legiert. Bei sehr hohen Temperaturen. Und diese Messer, so schön wie die alle sind und so teuer die alle sind, die werden in Russland zur Jagd eingesetzt. Die Russen packen die nicht in irgendeine Vitrine, die benutzen die, und zwar hardcore. So, ein bisschen zu der Geschichte von dem Bulat-Stahl ist, so laut meiner Recherche, das ist ein sogenannter, oder der sogenannte Pavel Piotrowitsch Anosow. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts diese spezielle Art der Legierung entdeckte und 1871 ist er dann nach Slatust geschickt worden. Dort wurde dann zusammengearbeitet und dieser Bulat-Stahl wurde sehr beliebt in der Kanonenherstellung aufgrund seiner Robustheit, der Legierung und so weiter. Und ist bis heute ein legendärer Stahl in der Messerherstellung. Ist ein relativ aufwendiger Prozess, diesen Stahl herzustellen. Und die Russen benutzen diesen Stahl heute gerne halt für Messer, weil die so robust sind. Und schaut es euch an, wie das Ding poliert ist. Ein ganz leichter Hohlschliff, da muss man schon hingucken. So ein bisschen, also sollte ich da ein Irrtum drin haben in dieser Geschichte, dann liegt es an der Recherche. Ich konnte von meinen Kollegen keinen kriegen, der mir was über Slatust, Bulat-Stahl und Anosow erzählen konnte. Den war das schlussendlich unbekannt. Aber gut, die sind jetzt schon in der zweiten Generation hier in Deutschland. Die wissen das gar nicht mehr. Also ich kann mich da nur drauf stützen, was ich im Internet finden konnte. Man vermutet, dass eigentlich soll das wohl im Ural entstanden sein. Man vermutet aber, da Bulat abgeleitet ist von einem ähnlich klingenden persischen Wort, der für Stahl steht, dass es wohl zur Grenze von Russland nach Persien, so meine Internetrecherche, entstanden sein soll. Ob das jetzt zwar alles genau stimmt, weiß ich nicht, aber die Geschichte klingt gut. So, gleich vorausgeschickt, das Messer ist mir zur Verfügung gestellt worden von Flo McFlosen oder auch Sommer genannt und Richie von Tools for Gents. Ihr habt es gesehen, ich habe es in der Küche benutzt. Perfekter Slicer. Ich habe es im Garten benutzt, bei Schnitttests, habe damit batoniert. Wusste aber nicht, ob ich das darf, aber gut. Wie ich das schon mal in anderen Videos gesagt habe, wenn man mir ein Messer zur Verfügung stellt und sagt, kannst du mal vorstellen, kannst du mal testen, wenn du magst, musste aber nicht, dann wird das getestet und ordentlich vorgestellt. Und das ist, was ich möchte. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz Tabletop. Ich habe heute zwei Jäcke Utensilien dabei, hier an meiner Hütte, am Waldrand. Ah, okay, Tabletop, nur mal für Daten. So, da sind wir jetzt unter uns. Wir haben hier, kommt man gar nicht so richtig drauf, das ist Maserbirke, gefärbte Maserbirke, ja, sehr schön. Wir haben hier, man kann es leider nicht sehen, ich glaube, der geht drei Viertel rein. Bin mir jetzt nicht sicher. So ein Steckerl. Ja. Wie man sieht. Kleines Parierstück.
Dindels Fingerguard. Hier haben wir das Logo der Firma Bulat. Da ist es. Ja. Oh, guck mal hier. Bremen und die Kamera. Soweit ich weiß, ist dieser Stahl äußerst hart. Liegt zwischen 60 und 62 Rockwell, so wie ich das nachlesen konnte im Internet. Und Preis ist mir nicht bekannt, aber ganz ehrlich gesagt, da muss man, glaube ich, ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Da gehen wir so bei einem Preis von 300 bis 400 Euro von aus. Modell konnte ich jetzt so auch nicht in Erfahrung bringen. Das hier ist übrigens auch eine typische Scheide. Ja? Sitzt schön ordentlich tief. Wir haben zwei Möglichkeiten, das Messer zu tragen. Einmal normal am Gürtel oder als Dengler, was mir persönlich dann am liebsten ist. Wackelt dann zwar ein bisschen hin und her, aber ist nicht so weiter schlimm. Wenn man stürzt, hat man die Gefahr, weniger in den Griff reinzufallen. Ja? Das Messer ist ordentlich in der Scheide drin. Wie gesagt, die Russen nehmen das als Jagdmesser her. Die kennen da nichts. Die mögen auch Bling Bling. So sage ich das mal ganz ehrlich. Die stehen total drauf. Die nehmen das auch zur Jagd mit. Ja? Und wenn kaputt oder dreckig, dann wird sauber gemacht und repariert. Und am nächsten Tag geht es weiter. Die sind da nicht so filmschig drin. Russen sind meiner Meinung nach eins der stabilsten Völker der Welt. Ja? Also ich habe Kung Fu mit Russen trainiert. Da die halten nicht zurück, und wenn du schreist, dann geht's weiter, bis du aufhörst. Ja, so, jetzt kommen wir mal zu den Daten. Griff. Ich nehme hier einfach das Barrierstück mit zum Messen. Wir sind bei 11,2. Klingenlänge sind wir bei 11,4. Effektive Schneidenlänge sind wir bei 11. Ja? Gesamtlänge vom Messer 22,9. So. Griffumfang an der hinteren Stelle vom Ringfinger sind wir bei 10 cm. Das ist sehr gut. Jetzt kommt das jetzt Utensil an der Hütte im Wald. Gramm mit Scheide. 234. Ordentlich. Aber ganz ehrlich gesagt, juckt das ein, wenn man so ein Messer bei sich tragen kann. Wie gesagt, genaues Modell und Preis ist mir so nicht bekannt. Aber ich gehe von 300 bis 400 Euro aus. Aber so ein Messer, ich glaube, wer sich so eins kaufen will. Und das hier ist übrigens Frau Brems scheiß Dreckspapier. Und das ist die Schärfe nach der Benutzung im Garten, wo ich sogar quer mit batoniert habe. Das Messer ist wirklich eine Granate. Schmeckt fantastisch in der Hand. Die Fingergrooves sind wie für mich gemacht. Ja? Und boah, sehr anständig. Scharf wie die Sau. Scharf wie Frau Brehm. Sonntagmorgen. 11 Uhr. Eine Freude, damit zu arbeiten. Für mich ist allerdings Jimping, aber gut, an so einem Messer ist rein äußerlich Jimping, glaube ich, fehl am Platz. Feine Arbeiten, Löckchen und so weiter. Cool. Speedschnitz mache ich jetzt hiermit nicht. Obwohl es mit Sicherheit ging. Na gut, ich habe es doch gemacht. Okay, das war. Ah, jetzt gibt der Küster aber richtig Knete. Also, einfach gestochene Lederscheide. Leider kein Drainage Hole,
zwei Pins, Dengler-System, ordentlich verarbeitet, Keder sauber, kann durch die Klinge eigentlich nicht zerstochen werden oder zerschnitten werden. Ja? Seht ihr hier? Zack. Und wie ich sagte, sitzt ordentlich. Gut, das war mein Review über das für mich namenlose Bulat Jagd- und Outdoor-Messer. Cooles Teil. Vielen Dank, Richie und Flo von Tools for Gents. Übrigens, Batoning war auch trotz des Swatches hier möglich und den Holzschliff habe ich ja leichten, ganz leichten Holzschliff habe ich ja erwähnt. So, das war's. Ich sag danke fürs Zuschauen und wie immer gilt, tschüss Mario, schwenk du Hut, tschüss hör ab und schwenk die Kapp. Und circa 50 Meter von hier geht ein Wanderweg entlang und da gehen wieder Leute mit ihren kleinen giftigen Hunden. Sonntagmorgen in Deutschland. Review-Zeit, Runde, Gassi-Zeit. Und ich gehe jetzt auch Gassi mit Lukas und Mike. Ne, Luki? Ja. Tschüss, Mario, schwenkt der Hut. Tschüss, hopp und die Kappe.